Aloha, ihr fröhlichen Wurstwassersäufer, zu einer weiteren Ausgabe 86 Dingenskirchen kurz reviewed. Ein Konzept, das ich ganz stolz von Repco geklaut habe. Beim letzten Mal ging es um 86 Zeichentrickserien, dieses Mal soll es um 86 Zeichentrickfilme gehen. Also in sich geschlossene Filme, TV-Specials, es können auch Filme zu Serien sein. Es soll nur eine in sich geschlossene Handlung ergeben. Geordnet wird das Ganze alphabetisch. Allerdings, wenn es um eine Filmreihe geht, dann werde ich die auch chronologisch ordnen und da vielleicht mal ganz heimlich ein bisschen vom Alphabet abweichen. Aber ansonsten allgemein alphabetisch und dazu auch immer gleich eine kurze Bewertung. Einfach so aus dem Bauch heraus in Sternen von 1 Stern, was so eher nicht gucken ist, bis 6 Sterne, was so ist, auf jeden Fall mal angucken. Und es ist nach wie vor traurig, dass ich sowas extra zusagen muss. Das hier ist ein Video, in dem es einfach um eine völlig belanglose Bewertung alter oder manchmal auch neuerer Filme geht. Kackt euch bitte nicht in die Hose, wenn mal irgendwas besser oder schlechter bewertet ist, als ihr es vielleicht vergeben hättet. Fangen wir an. Aladdin, ein großer Disney-Klassiker, gleich zuerst und auch einer meiner persönlichen Lieblingsfilme von Disney. Einfach hohes Tempo, viel Abenteuer, ein paar gute Jokes, der Genie ist auch nach wie vor noch lustig. Und ja, einer der großen Disney-Klassiker, 6 Sterne. Aladdin 2, Jafars Rückkehr. Soweit es Fortsetzungen von großen Disney-Filmen anbelangt, die meistens ja eher so doch ein bisschen enttäuschender sind, diese ganzen Direct-to-DVD oder direkt als Home-Video-Veröffentlichung angeht, ist der hier gar nicht so schlecht, macht allerdings nichts besser, was nicht der Vorgänger schon irgendwie gemacht hat. Das Einzige, was diesen Film rettet von einer niedrigeren Bewertung, ist, dass es sehr gut funktioniert als Pilotfilm für die Aladdin-TV-Serie, denn diesen Zweck erfüllt er ziemlich gut und deswegen 3 Sterne. Aladdin 3, König der Diebe. Ein Tick besser als sein Vorgänger und er funktioniert als Serienfinale der Aladdin-TV-Serie, in der Aladdin und Jasmin endlich heiraten, was sie anscheinend in der ganzen Serie nicht geschafft haben. Jetzt schaffen sie es und da holt auf einmal Aladdin seine Vergangenheit ein, denn sein Vater taucht wieder auf, der namensgebende König der Diebe und dieses Drama und wieder jede Menge Abenteuer und so weiter. 4 Sterne und ganz cool. Alarm im Kasperle-Theater. Das ist der erste Film, bei dem man sich richtig böse hier in die Nesseln setzen kann, denn es ist ein DDR-Kultfilm und da schlagen natürlich bei vielen sofort die Nostalgieherzen höher. Für Leute, die keine Nostalgie dafür empfinden, die das nie gesehen haben, das ist also ein Trickfilm aus den, ich glaube, 60ern, den würde ich abraten, das zu gucken. Die werden, glaube ich, diesen Charme nicht mehr unbedingt verstehen und Leute, die nostalgische Gefühle mit diesem Film verbinden, ich glaube, die müssen zugeben, dass manche Sachen nicht so gut altern. Wobei die Handlung natürlich nach wie vor grandios ist. Ich meine, ein Teufelchen taucht auf und klaut den anderen Figuren im Film mit die Pfannekuchen. Ich meine, wer kennt das nicht? 3 Sterne. Disneys Alice im Wunderland. Vermutlich eine der besseren Alice im Wunderland-Verfilmungen, denn was dieser Film wirklich schafft, gut einzufangen, ist diese eigentlich, ja doch, weil sie so verrückt ist, irgendwie spaßige Welt, die aber gleichzeitig sehr, sehr gefährlich rüberkommt. Also man hat im ganzen Film immer dieses Gefühl, dass du niemandem trauen kannst, egal wie fröhlich die sind. Und selbst diese lustige Grinsekatze, die wahrscheinlich noch der freundlichste Charakter im Film ist, selbst die macht am Ende mehr Ärger, als sie hilft. Von daher weiß man als Kind nie so richtig, was man eigentlich genau davon halten soll. Man ist einfach nur fasziniert. Und diese Faszination belohne ich gerne mit 5 Sternen. Animal Farm bzw. Farm der Tiere, basierend auf dem Roman von George Orwell. Weltliteratur ist nicht immer unbedingt als Film umzusetzen, schon gar nicht als Trickfilm. Dieser Trickfilm richtet sich auch wirklich nicht an Kinder, also schon eher ein Trickfilm für Erwachsene, weil er sich auch relativ nah an das Buch hält und kritisiert die Entwicklung der Sowjetunion. Also er stellt dem entgegen, was sich Lenin am Anfang für die Sowjetunion vorgestellt hat und das, was Stalin letztendlich draus gemacht hat. Und das schafft es mit Animal Farm, ein wirklich gutes Gleichnis zu machen. Also man kann sowohl das Buch lesen, ist vielleicht sogar die bessere Empfehlung, aber der Film steht dem nicht viel nach. Ich würde ihm einfach mal 4 Sterne geben. Aristocats. Einer der Disney-Filme, die ich grottenlangweilig finde, bei denen ich den Reiz nicht nachvollziehen kann, außer dass es niedliche Kätzchen sind, aber niedliche Kätzchen haben mich jetzt noch nie so sehr hinterm Ofen vorgelockt, zumindest nicht in Zeichentrickform. Echte niedliche Kätzchen, die holen mich hinter jedem Ofen vor, die finde ich sehr schön. Ich wollte dem Film ursprünglich 2 Sterne geben, aber er hat 1, 2 wirklich coole Lieder, vor allem Katzen brauchen furchtbar viel Musik, ein unglaublicher Ohrwurm und auch wirklich toll geschrieben und die hatten wirklich gute Sänger dafür, auch in der deutschen Sprache, deswegen 3 Sterne. Asterix der Gallier.
Der erste Asterix-Film und bei dem man auch noch sehr deutlich merkt, dass die Macher noch nicht so richtig wussten, wie man einen Comic als Zeichentrickfilm umsetzen sollte, also wie man den am besten erzählt. Der Humor ist manchmal, ich finde ihn immer noch sehr lustig, aber das Timing und so weiter ist alles sehr eigentümlich. Also manche der Witze, man sitzt dann davor und denkt, ha. Aber ansonsten mag ich den Film eigentlich sehr gerne. 4 Sterne und schon ganz klein war ich allein. Hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, weil ich einfach nicht zum Punkt kam und endlich mal weitermache. Asterix und Kleopatra. Der Film ist schon deutlich besser gelungen, hält sich auch relativ nah an die Comicvorlage, aber schafft es hier, den Humor deutlich besser rüberzubringen, lässt sich auch ein paar eigene Witze einfallen. Und vor allem, was man diesem Film sehr gut anmerkt, ist, dass die Witze immer noch lustig sind und der Humor zündet auch heute noch, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du es mal dagegen hältst, es gab ja später die Realverfilmung in den frühen 2000ern, glaube ich, Asterix Mission Kleopatra. Der Film ist per se nicht so schlecht, von den ganzen Asterix-Realfilmen auf jeden Fall der beste, aber du merkst diesen Film an, dass der sich halt fast nur auf Anspielungen und so weiter verlässt. Und wenn du den Film heute siehst, merkst du, dass die meisten Witze nicht mehr funktionieren, wie zum Beispiel ulkig Matrix nachspielen, da lacht heute kein Mensch mehr drüber. Das war damals bestimmt super ulkig, während du zum Beispiel Asterix und Kleopatra, den Zeichentrickfilm, auch heute noch lustig finden kannst, weil der Humor im Film und im Asterix-Universum bleibt. 5 Sterne. Asterix erobert Rom. Mit Abstand der beste Asterix-Film, der dem es sehr gut tut, dass er nicht auf einem Comic basiert und der einfach von vorne bis hinten mit guten Ideen sprudelt. Einfach, es ist so ein simples Konzept. Asterix und Obelix müssen 12 Aufgaben erledigen, aber diese 12 Aufgaben sind so abwechslungsreich und so vielseitig und einfach so zum Teil so wunderbare Parodien auf die echte Welt. Und auch hier, das liebe Generation YouTube, wenn ihr wissen wollt, was eine Parodie ist, eine Parodie, die sich nicht nur nennt, sondern auch wirklich als solch funktioniert, dann schaut die Szene mit dem Haus, das Verrückte macht. So funktioniert eine Parodie. 6 Sterne. Asterix bei den Briten. Der vermutlich zweitbeste Asterix-Film, zu dem ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht viel sagen kann, außer dass er wirklich lustig ist und eine gute und spannende Handlung erzählt und die auch sehr viel mitreißender ist. Ich glaube, das ist der Punkt. Die ersten 3 Filme fühlen sich nicht so an, als wären Asterix und Obelix jemals wirklich in Gefahr, weil sie alle Probleme so einfach meistern. Hier müssen sie ein Fass beschützen und das Fass unversehrt irgendwo abliefern. Und diese Gefahr, das Fass, dass es schief gehen könnte, die merkt man im Film sehr deutlich an. Das heißt, er fühlt sich ein bisschen schwerer und wirklich mehr filmmäßiger an, als es die Vorgänger taten. Deswegen 5 Sterne. Asterix Sieg über Caesar. Basiert auf 2 meiner Lieblings-Asterix-Comics, nämlich der Gladiator und der Legionär. Die meisten Witze sind auch ganz witzig nach wie vor. Das Problem, was dieser Film hat, heißt Falballa und ihr komischer Typ. Den Namen merke ich mir nie. Also diese beiden Figuren, ich kenne niemanden, der die mag. Ich finde, die ziehen den Film sehr runter. Und allgemein, finde ich, hat man hier aus der Vorlage nicht alles rausgekitzelt. Ich würde es ehrlich gesagt auf 3 Sterne hier belassen. Asterix Operation Hinkelstein. Der eindeutig durchgeknallteste Asterix-Film, sehr unruhig, sehr eigentümliche Atmosphäre, oftmals sehr bedrückend, viele deckende dunkle Farben. So als experimenteller Asterix-Film kann man sich den durchaus gucken. Absolut nicht mein Favorit, aber immer noch im oberen Bereich der Asterix-Filme, würde ich sagen, daher 4 Sterne. Asterix in Amerika. Gut gemeint, aber komplett belanglos, nie wirklich lustig und 2 Sterne. Asterix bei den Wikingern. Der Tod des Asterix-Franchise. Willkommen. Der Abstand schlechteste Asterix-Film, den ich je gesehen habe. Und einer der schlechtesten Filme auf dieser Liste. Furchtbar. Also sobald du Obelix sagen hörst, krass, Alter, oder sowas, dann denkst du, oh Mann, nein, was habt ihr den beiden angetan? 1 Stern. Asterix im Land der Götter. Hey, die Wiedergeburt. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet, als ich den Film gesehen habe, dass dieser Film so gut ist. Eindeutig einer der besten Asterix-Filme. Ich war erst so abgeschreckt von diesem ganzen 3D-Look, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran und es ist einfach so funktioniert ein moderner Asterix-Film. Einfach, dass man nimmt eine gute Geschichte des alten Asterix, peppt das ein bisschen auf und vor allem hat man das Tempo erhöht, sodass es sich eher an aktuellere Sehgewohnheiten unserer jetzigen Generation, dass es der eher entspricht. Und deswegen 5 Sterne, so gelingt ein gutes Asterix-Comeback. Batman, Eiszeit.
Ein Film über Mr. Freeze, der nicht von Arnold Schwarzenegger gespielt wird, kann eigentlich nicht angehen, doch geht eigentlich ganz gut an und hat eine ähnliche Qualität wie die Batman-TV-Serie. Eigentlich fühlt es sich einfach nur an wie eine lange Folge von Batman The Animated Series, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ist für Leute vielleicht, die einen großen, epochalen Film erwarten, vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber ich finde, Mr. Freeze ist ein Bösewicht bei Batman, der oftmals zu kurz kommt und es ist schön, dass er hier seinen eigenen Film bekommen hat. Deswegen gebe ich dem gerne 4 Sterne. Batman und das Phantom. Vermutlich einer der besten Batman-Filme überhaupt. Für mich irgendwo auf Augenhöhe mit den Burton-Filmen. Fühlt sich auch sehr ähnlich an wie ein Tim Burton-Film. Hat neben dem Phantom auch noch einen Auftritt des Jokers, der hier auch sehr glänzt, finde ich. Und erzählt einfach eine rundherum gute, gelungene Geschichte. Und ist aber immer noch, fühlt sich eben immer noch an wie diese Cartoon-Comic-Welt, aber nur... Es nimmt sich ein bisschen ernster und es traut sich, weil es ein Film ist, ein bisschen mehr, als man sich in der TV-Serie getraut hat. Wobei man sich auch schon in der TV-Serie für eine Kinderserie, also für eine für Kinder gedachte Serie, ja auch schon eine Menge getraut hat. Deswegen locker 5 Sterne. Batman Beyond, The Return of the Joker. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum nimmt der blöde Parappa-Mann da den englischen Titel? Weil ich die US-Fassung hier sehr empfehlen kann, und zwar die ungeschnittene Fassung. Von diesem Film gibt es 2 Versionen. Weil es gibt ja eine sehr wichtige Todesszene in diesem Film und die erste Version ist deutlich brutaler und dadurch fühlt sie sich auch meiner Meinung nach deutlich gewichtiger an. Und die entschärfte Version ist sicherlich auch gut, weil die Handlung nach wie vor die gleiche ist. Aber wenn ihr die Wahl habt, dann guckt, dass ihr die ungeschnittene Version des Films oder die unveränderte Version des Filmes findet. Und das ist hauptsächlich die US-Fassung. Ich glaube nicht, dass es den Film auf Deutsch in dieser ursprünglichen Fassung gibt. Jedenfalls gebe ich demjenigen gerne 4 Sterne. Es ist für mich das Beste, was bei Batman of the Future mal rauskam. Also ich finde den Film deutlich besser als alles, was die Serie zu bieten hatte. Batman Under the Red Hook. Versprochen, der letzte der Batman-Filme auf dieser Liste. Under the Red Hood ist ein eher moderner Batman-Zeichentrickfilm, der in keinem der bisherigen TV-Serien-Universen angesiedelt ist, behaupte ich jetzt mal. Ich habe nicht alle Batman-Serien gesehen, muss ich zugeben. Jedenfalls ist das mit Abstand einer der brutalsten Batman-Filme, die ich je gesehen habe, der sich einige Elemente aus den Comics nimmt, beziehungsweise berühmte Szenen aus den Comics nimmt, Stichwort Robin. Und strickt daraus eine wirklich, wirklich coole Geschichte, bei der so der ein oder andere Bösewicht, die man so gern hat und die man auch mal gerne wiedersehen würde, auftauchen. Vom Stil her erinnert es auch weiterhin an die Batman Animated Serie, besonders was das Design bestimmter Figuren angeht, aber einfach wirklich mehr wie ein Film. Das ist das Gegenteil zu diesem Eiszeitfilm. Der Eiszeitfilm fühlt sich hier an wie eine Folge, eine lange. Das hier fühlt sich tatsächlich an wie ein Film zu dieser Serie mit erhöhter Animationsqualität. Man traut sich deutlich mehr und so weiter und so fort. Dem würde ich ähnlich wie Eiszeit auch 4 Sterne geben, kurz vor der 5. Also das ist für mich knapp unter Batman und das Phantom. Beavis und Butthead machen's in Amerika. Ich weiß, wenn man mit Beavis und Butthead nichts anfangen kann, oder selbst wenn man was mit denen anfangen kann, wie viel kann ein Film mit diesen beiden schon taugen? Eine ganze Menge. Es ist tatsächlich ein verdammt guter Zeichentrickfilm mit verdammt guten Witzen. Eine Handlung, die total belanglos anfängt und sich immer weiter aufbauscht und mit diesen 2 total bescheuerten Protagonisten. Ich liebe das Ding. 4 Sterne. Chihiros Reise ins Zauberland. Ja, das ist schon ein bisschen ein anderes Kaliber als vielleicht Beavis und Butthead machen es in Amerika. Sowohl handlungsmäßig, atmosphäremäßig, vielleicht auch kulturell. Chihiros Reise, finde ich, ist einer der schönsten Anime-Filme, den ich je gesehen habe. Zugegeben, ich habe nicht so viele Anime-Filme gesehen. Aber diesen habe ich gesehen und von dem war ich durch die Bank weg begeistert. 5 Sterne. Comic-Stars gegen Drogen. Das ist eine super Reihe, merkt man hier gerade. Beavis und Butthead, Chihiros Reise, Comic-Stars gegen Drogen. 3 sehr verschiedene Filme, 3 mitunter verschiedene Bewertungen, denn dieser Film ist trotz der vielen tollen Cameo-Auftritte schon ziemliche Grütze. Für mich aus Nostalgiegründen noch 2 Sterne, aber wirklich gut ist der nicht. Coraline. Interessanter Stil, erinnert ein bisschen an hier Nightmare Before Christmas. Gefällt mir aber besser als Nightmare Before Christmas, wahrscheinlich einfach, weil ich die Figuren und die Handlung lieber mag. Ansonsten ein wunderschöner Film, was 3D-animierte Filme angeht. Einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Und es sieht halt aus wie Stop Motion, nur halt eben mit 3D gemacht und sehr viel flüssiger und alles. Kann ich sehr empfehlen. Jetzt ist ja auch bald hier Grusel-Halloween-Zeit. Das ist jedenfalls ein Film, den man sich an Halloween gut geben kann. Ein
ein Kinderfilm, den man auf jeden Fall mit den Kindern zusammen gucken sollte, weil er ist wirklich stellenweise, finde ich, sehr gruselig. Selbst als Erwachsener gibt es ein paar Szenen, wo ich denke, oh, als Kind hätte ich hier echt mega Schiss gehabt. Aber 5 Sterne, das Ding ist echt Gold wert. Cowboy Bebop, der Film. Ein Film zu einer Serie, das einmal dahingestellt, es ist wahrscheinlich mein Lieblings-Anime-Film, den es so gibt. Von daher sage ich direkt schon mal 6 Sterne. Und ich sage es euch deshalb, weil coole Story, sehr viele coole Charaktere, coole Action, fantastische Animation, fantastischer Soundtrack, einfach ein rundherum sehr gelungener Anime-Film. Das Dschungelbuch. Einer meiner doch eher bevorzugten Disney-Filme, weil einfach viele schöne Lieder. Die Animation hat dieses noch sehr grobe aus den 60ern, was diese Filme damals alle so hatten, das irgendwie für mich einen gewissen Charme hat. Aber das heißt nicht, dass die Animation schlecht ist. Die Animation sieht gut aus, es ist einfach nur gröber irgendwie. Und es ist sicherlich keine gute Repräsentation des Buches von Rule Kipling. Das Buch habe ich gelesen, kann ich auch sehr empfehlen. Aber der Film hat wirklich so gut wie nichts mit dem Buch zu tun, außer dass die Figuren halt gleich heißen. Aber trotzdem, als Kinderfilm funktioniert der sehr gut und auch als Erwachsener macht er meiner Meinung nach viel Spaß, deswegen 4 Sterne. Das kleine Arschloch. Walter Mörs ist ein seltsamer Vogel. Der kann einerseits High Fantasy schreiben, wie seine Zamonien-Romane, die natürlich auch viel auf Humor setzen. Andererseits kann er auch einfach so unfassbar derb sein, wie zum Beispiel das kleine Arschloch. Ist nicht unbedingt mein Humor, aber man kann es mal geguckt haben und ein bisschen schmunzeln. Ich weiß, es gibt Leute, die lieben den Film. Für mich ist es eher so 3 Sterne, aber ganz cool. Und Helge Schneider spricht mit. Das ist auf jeden Fall einen extra Stern quasi wert. Das letzte Einhorn. Ein Film, den ich als Kind überhaupt nicht mochte. Ich habe nie kapiert, worum es wirklich ging. Ich fand die Charaktere irgendwie alle doof. Ich habe mich immer gefragt, soll da jetzt eine Romanze sein oder soll da keine sein? Oder irgendwie. Als Erwachsener kann ich das eher genießen. Es ist halt eher doch ein artistischer Film, der doch durchaus mitreißen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich gebe dem Ganzen mal 4 Sterne, aber zum Beispiel, ich habe da absolut keinen Nostalgieaspekt dazu. Wie gesagt, ich mochte den als Kind eigentlich nicht. Inzwischen schätze ich den eher. Der Herr der Ringe, die Zeichentrick-Verfilmung aus den 70er Jahren, macht seinen Job gar nicht schlecht. Ich meine, man hat einen Film Zeit, um die Gefährten und auch einen Großteil von hier die 2 Türme abzuhandeln in einem Film. Und dafür, dass es so viel Handlung in einen Film packen muss, gelingt es eigentlich ganz gut. Die Charaktere machen das, was, also sie werden reduziert auf das Wesentliche, damit es schnell vorangeht. Und als Alternative zu Peter Jackson, wenn man den Film schon auswendig kennt, kann das schon durchaus was. Ist aber trotzdem nicht mehr als 3 Sterne, würde ich sagen. Der Nussknackerprinz. Basierend auf dem berühmten Ballett kommt hier ein Zeichentrickfilm, einer dieser seltsamen 80er-Jahre Zeichentrickfilme, bei denen man nicht weiß, ob wie ernst oder nicht wie ernst, aber einfach wie ernst du das nehmen sollst und wie ernst sich der Film selbst nimmt. Ich meine, du hast niedliche Mäuse und den Mäusekönig und sowas und dann wird Bitterböse sich mit Dolchen abgestochen und Blut und crazy und ein sehenswerter Film, auf jeden Fall. 4 Sterne würde ich sagen. Einer dieser wirklich, den muss man irgendwie mal gesehen haben, aber auch einmal reicht dann auch eigentlich. Der tapfere kleine Toaster. Fällt für mich in eine ähnliche Kategorie wie der Nussknackerprinz, einer dieser crazy 80er Jahre Cartoon-Filme, die, bei denen man nicht weiß, wie ernst du sie nehmen sollst und wie ernst sie sich selbst nehmen. Sehr, sehr spannend mitunter. Ich meine, das ist ein Film über einen Toaster, der loszieht und die Welt erkundet quasi, um seinen alten Besitzer wiederzufinden mit anderen Haushaltsgeräten. Klingt total bescheuert, aber dadurch, dass ich dieses, es funktioniert in dieser seltsamen Welt, die dieser Film schafft. Und hat coole Lieder. Und wenn ihr bis jetzt aufgepasst habt, ich mag coole Lieder in Filmen. Mochte ich als Kind überhaupt nicht. Als Erwachsener stehe ich auf sowas. 4 Sterne. Der total verrückte Bugs Bunny Film. Nicht wirklich ein Film, sondern eigentlich mehr ein Zusammenschnitt von coolen Bugs Bunny Sketchen oder Kurzfilmen, die dann aber durch eine Rahmenhandlung zusammengehalten wird. Und irgendwie funktioniert das Ganze. Ich meine, mit Bugs Bunny, vor allem dem klassischen Bugs Bunny und Yosemite Sam Sachen, um die beiden geht es hier hauptsächlich, soweit ich mich erinnern kann, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Das funktioniert sehr gut, ist auch heute noch wahnsinnig lustig, wenn ich immer mal so zwischendurch einen Cartoon auf YouTube oder so weiter sehe, kann man sich zwischendurch immer wieder geben. Und diese Compilation, so ein kleines Best-of, Bugs Bunny gegen Yosemite Sam in verschiedenen Szenarien, würde ich mir auch heute jederzeit geben. Das singende Schwert ist cool und dem gebe ich gerne 5 Sterne. Die Hexe und der Zauberer. Wenn vorhin Cowboy Bebop mein Lieblings-Anime-Film war, Die Hexe und der Zauberer ist mein Lieblings-Disney-Film.
Ich kann nicht genau benennen, warum es so ist. Ich finde einfach die Charaktere alle so unglaublich liebenswert. Und ich mag es auch, dass es nicht darum geht, die Welt zu retten oder sowas, sondern es ist einfach eine Geschichte von einem alten Lehrmeister, der aber sehr exzentrisch und irgendwie crazy ist, mit diesem unschuldigen Jungen, der ihm die Welt erklärt. Und aber keiner von beiden ist auch perfekt. Also der alte Mann macht auch seine Fehler, ist sehr fordernd und denkt, nur seine Art und Weise, die Welt zu betrachten, ist die richtige, während der Junge trotzdem noch in seiner realen Welt leben muss und so weiter. Funktioniert wirklich gut, klingt wie ein Drama, ist aber eigentlich gar kein großes Drama. Es ist angenehm, leichte Kost, aber keine anspruchslose Kost. 6 Sterne. Fantastischer Film. Ich liebe Die Hexe und der Zauberer. Die Welt in 10 Millionen Jahren. Das ist der vermutlich durchgeknallteste Zeichentrickfilm, den ich je gesehen habe. Er ist von dem Regisseur Ralph Bakshi, der auch den Herr der Ringe Zeichentrickfilm gemacht hat. Und mit Die Welt in 10 Millionen Jahren oder Wizards, wie er im Original heißt, versucht er sein eigenes High Fantasy zu erschaffen und man merkt, dass der Typ selbst ein bisschen wahnsinnig ist, habe ich den Eindruck. Also du hast eine Fantasy-Welt, zwar mit Elfen und Dämonen und sowas, aber zwischendurch hast du immer Einblendungen von irgendwelchen Szenen von Hitler und dann hast du irgendwelche Feen mit Riesentitten und alles dann total. Also das ist auch ein Film, den muss man gesehen haben, den kann man nicht in Worte fassen. Stellt euch darauf ein, dass es wahrscheinlich nicht der coolste Film ist, den ihr je gesehen habt, aber es ist ein absoluter Mindfuck von dem Film. Ist ein bisschen schwierig durchzuhalten, weil der Film einfach mitunter auch so überhaupt keine richtige Richtung hat. Ich bin so hin und her gerissen zwischen 3 und 4 Sternen, aber mein Herz sagt mir, eher in die Richtung 4 zu gehen. Dragon Ball 1. Untertitel weiß ich nicht mehr. Ich kann mir die ganzen Untertitel von Dragon Ball Filmen nicht merken. Ich sag gleich dazu, ihr müsst keine Angst haben, ich lasse alle Dragon Ball Z-Filme weg von dieser Liste, weil die habe ich alle schon, da gibt es nichts mehr, was ich noch groß dazu sagen kann. Die habe ich alle schon mal einzeln behandelt. Hier geht es jetzt erstmal gerade nur um die alten Dragon Ball Filme noch ohne Z, weil die sind auch wirklich ganz sehenswert. Man merkt diesen Film an, dass sie noch diese alte Animationsqualität haben vom Oldschool Dragon Ball, aber die haben auch dieses Liebenswerte davon. Das Einzige, was ich diesen Film immer ein bisschen abziehen muss, ist die deutsche Synchro. Die deutsche Synchro der deutschen Dragon Ball Serie fand ich sehr gelungen. Hier hat man allerdings eher die Dragon Ball Z-Sprecher genommen, um altes Dragon Ball zu synchronisieren und es passt mitunter einfach nicht. Jedenfalls dieser erste Dragon Ball Film, da geht es darum, dass es eine Alternativgeschichte zum ersten Story Arc. Hier wird nur Prinz Pilaf durch einen anderen Bösewicht ersetzt und das ganze gerafft erzählt. Also die finden in einem Film, suchen sie die Dragon Balls und diesen ersten Film finde ich noch okay, dem gebe ich 3 Sterne, ist aber nichts Besonderes, finde ich. Dragon Ball 2, wieder eine Art Paralleluniversumsfilm, bei dem eine Handlung aus der Serie nochmal neu, aber anders erzählt wird. In diesem Film geht es darum, um die Aufgabe von Muten Roshi, um Son Goku und Krillin als Schüler aufzunehmen. Und in diesem Film müssen sie ihm nicht einfach ein hübsches Mädchen bringen, sondern eine ganz spezielle, und zwar die schlafende Prinzessin. Das heißt, Son Goku und Krillin müssen eine Prinzessin retten gehen aus einem Schloss voller Dämonen oder sowas. Und das Schöne hieran ist, dass wir hier noch Krillin bevor nett wurde haben. Also hier haben wir noch Arschloch-Krillin und Arschloch-Krillin ist die beste Version von Krillin. Und deswegen kriegt dieser Film 4 Sterne. Dragon Ball, der dritte Film. Dieser Film erzählt die Handlung vom zweiten Kampfsportturnier ein bisschen anders um, beziehungsweise hier geht es einfach darum, dass Chao Zu der Kaiser der Welt oder Kaiser von irgendeinem Land ist und Tenshin Han ist sein Leibwächter und der Herr der Kraniche und Tao Bai Bai sind irgendwie seine bösen Berater, die den Kaiser hintergehen wollen und sowas. Und währenddessen findet auch ein Kampfsportturnier teil, damit auch Son Goku und Muten Roshi und Krillin und so weiter in die Handlung kommen. Und es finden viele Handlungen aus der TV-Serie statt, aber hier umgemünzt in diese alternative Erzählweise. Und Akane taucht auf aus Dr. Slump, auch sehr schön. Und hier begegnet sie aber nicht General Blue, sondern wir haben Akane gegen Tao Bai Bai. Auch das ist sehr sehenswert. Für mich der beste der alten Dragon Ball Filme und deswegen 5 Sterne. Dragon Ball 4 gibt's glaube ich noch nicht auf Deutsch. Ich habe mal irgendwann die japanische Version gesehen, halt mit Untertitel. Und das erzählt die Red Ribbon Storyline nochmal neu, mit aber moderner Animation. Also dieser Film ist noch nicht allzu alt. Adjutant Black ist auf einmal nicht mehr schwarz in dem Film. Vielleicht ist den Japanern irgendwann aufgefallen, dass das irgendwie leicht rassistisch war. Aber jedenfalls, den haben sie neu designt. Und ansonsten spielt Monster Nummer 8 in dem Film eine bisschen größere Rolle einfach. Kann man gesehen haben, aber auch nicht so mega außergewöhnlich für mich. Für mich auf Augenhöhe mit dem ersten Film, also 3 Sterne. Die Dschungel-Olympiade.
Man siehe hierzu meine Filmkiste. 4 Sterne. DuckTales, der Film. Wuhu. Einer dieser seltsamen Disney-Filme, die seltsam deshalb sind, weil sie seltsamerweise irgendwie vergessen wurden. Immer wenn ich diesen Film erwähne, dann sagen die, ach, es gab einen DuckTales-Film? Oder stimmt, es gab ja mal diesen DuckTales-Film. Und dieser DuckTales-Film erfindet jetzt nicht das Rad neu, aber ist für einen DuckTales-Film genau das, was es sein soll. Einfach nur ein größeres Abenteuer. Ich meine, die DuckTales-Serie ging darum, dass Onkel Dagobert und seine Neffen auf Abenteuer gehen. Das hier ist einfach noch ein größeres Abenteuer, bei dem noch mehr auf dem Spiel steht. Und dem gebe ich 4 Sterne, weil ich diesen Film irgendwie mag. Ein Königreich für einen Lama. Dieser Film ist meiner Meinung nach irgendwie unterschätzt. Unterschätzt im Sinne von, ja, es ist halt einfach ein blöder, lustiger Film mit einem sprechenden Lama. Nein, aber es funktioniert als solcher ziemlich gut. Also das macht erstens die wirklich gute deutsche Synchro aus. Und zweitens, auch wenn die Handlung natürlich super vorhersehbar ist, das Timing, das dieser Film hat, das Humor-Timing, ist nicht von dieser Welt. Es ist wirklich einfach immer schnell, Schlag auf Schlag. Ich mag den Film sehr gerne. Ich gebe dem 4 Sterne. Family Guy Blue Harvest. Erstmal sei gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Family Guy, aber Blue Harvest, also quasi deren Star Wars Parodie, finde ich sehr gelungen. Musste ich häufig sehr, sehr lachen. Ist für mich auf jeden Fall eine der besseren Star Wars Parodien da draußen, der ich gerne 4 Sterne gebe. Phantasia. Einer der großen Disney-Klassiker, die, glaube ich, mit den Jahren immer höher geschätzt werden. Und so auch von mir. Es ist einfach ein toller Film. Auch so ein Film, den ich als Kind, an den ich nie rangekommen bin. Für mich war da einfach irgendwie, ja, klassische Musik und Animation, die aber keine so richtige Handlung hat. So, aus erwachsener Sicht, bei der man den künstlerischen Aspekt ein bisschen mehr genießen kann, ein wirklich toller, toller Disney-Film, dem ich gerne 6 Sterne gebe. Feivel, der Mauswanderer. Wenn du deinem Kind einen Herzinfarkt geben willst, dann zeig ihm Feivel, den Mauswanderer. Es ist so ein simples Konzept. Ein Kind, das von seinen Eltern getrennt wird und andauernd verpassen die sich, und zeig diesen Film einfach mal einer Gruppe von Kindern. Die werden nach den ersten paar Szenen, in denen wir, sobald sich Feivel und die Eltern verlieren und sich nie wieder irgendwie richtig zusammenfinden, die werden den Bildschirm anschreien, so, herrlich. Und am Ende, wenn sie sich dann doch die Familie wieder vereint wird, ist einfach dieses riesige Happy End. Und das ist alles, woran ich mich bei dem Film erinnern kann. Aber er funktioniert dabei so gut. Deswegen 4 Sterne. Fehlidee. Betrachten wir doch mal den Film isoliert. Unabhängig von diesem dümmlichen Arschloch, das das Buch dazu geschrieben hat. Der Film ist immer noch sehr gut, aber ich gebe zu, dass jetzt, wo wir so viel über den Autor wissen, das Ganze einen unangenehmen Beigeschmack hat. Ich gebe dem Film trotzdem 5 Sterne, denn die Handlung finde ich nach wie vor echt toll. Ich finde es gut synchronisiert, ich finde es sehr schön animiert, und es ist einfach einer meiner Lieblingsfilme, den mir dieser Blödmann jetzt irgendwie ein bisschen versaut hat. Noch ein anderer Katzenfilm, vermutlich ähnlich umstritten, aber aus ganz anderen Gründen, ist ein Zeichentrickfilm aus den 60ern, und zwar auch von Ralph Bakshi. Das ist der Typ, von dem ich vorhin bei Die Welt in 10 Millionen Jahren gesprochen habe und der auch den Herr der Ringe Film gemacht hat. Das hier war sozusagen sein Film, mit dem er den Durchbruch, ihm der Durchbruch gelungen ist. Es geht um eine Katze, um eine Klugscheißer-Katze in der Hippie-Zeit, die selbst irgendwie ein aufmüpfiger, jugendlicher, junger Mann ist, eher so Student, würde ich fast sagen. Und eigentlich geht es in dem Film nur um Sex, Drogen und Gewalt. Und jede Menge davon. Aber alles mit niedlichen Tieren, also mit Katzen und Krähen. Und es wird ständig gevögelt und gekifft. Und dann kommt die Polizei und dann gibt es Gewalt und Blut und crazy, der Film. 4 Sterne. Final Fantasy VII Advent Children. Der Film hat schöne Musik und sah für seine Zeit gut aus. Die Handlung ist irgendwie 2 Sterne. Garfield im Tierasyl. Jetzt kommen wir zu ein paar der Garfield-Specials. Was heißt ein paar? Ich glaube, es sind nur 3 auf meiner Liste.
3 auf meiner Liste. Garfield im Tierasyl. Ich habe mir einfach mal meine 3 Favoriten rausgepickt. Ein sehr mitreißendes TV-Special, finde ich sogar. Es geht einfach darum, dass Odie vom Tierfänger geholt wird und Garfield muss ihn retten, bevor er eingeschläfert wird. Was ist das für ein Konzept? Also, da hat es lange Zeit gedauert, bis mir bei diesem Film nicht mehr ein Tränchen runterlief. Also, die Abschiedsszene zwischen Garfield und Odie ist echt herzzerreißend. 4 Sterne. Garfield und die Pirateninsel, die Grusel-Episode, quasi der Grusel, das ist die Grusel-TV-Special von Garfield mit ganz, ganz toller Musik, gesungen von Lorenzo Music, also dem Sprecher von Garfield im Amerika. Der singt auch in der deutschen Version die Lieder, das heißt, die Lieder hat man auf Englisch gelassen und es sind ein paar wirklich tolle Lieder und es funktioniert als Gruselfilm für Kinder auch sehr gut. Also ich finde die Geister und dieser alte Mann, der dann später auftauchen, die finde ich sehr unheimlich, aber nicht so, dass es die jetzt massiv Albträume gibt. Gebe ich auch 4 Sterne, ist einfach toll. Garfield macht Ferien. Das ist im Vergleich zu den anderen beiden emotional nicht ganz so geladen. Es ist einfach nur, Garfield muss mit seinem Herrchen campen gehen und er hasst Camping und darauf basiert der ganze Humor. Deswegen gebe ich dem Ganzen nicht nur 3 Sterne, aber als wer Garfield mag, der wird auch dieses TV-Special mögen. Goofys lustige Olympiade fällt für mich in eine ähnliche Kategorie wie dieser total verrückte Bugs Bunny Film. Und zwar einfach, es ist wieder eine Zusammensammlung an verschiedenen Goofy-Clips, die aber quasi durch eine Thematik zusammengehalten wird, was aber sehr gut funktioniert, weil wir einen sehr, sehr guten Erzähler haben, den sie gefunden haben, der einfach eine tolle Erzählstimme hat und dessen ganze Stimme einfach auch schon so viel rüberbringt an dieser Liebenswürdigkeit und auch an dem Spaß. Und wir haben hier auch noch diesen Oldschool-Goofy, der halt nicht so total bescheuert ist, wie er später wurde, sondern du siehst Goofy ja auch in verschiedenen Rollen. Du hast den albernen Goofy, aber du hast auch den brutalen Eishockey-Goofy und so weiter. Deswegen gebe ich dem genauso wie dem Bugs Bunny-Film 5 Sterne. He-Man und She-Ra, Weihnachten auf Eternia. Ein He-Man-Weihnachts-Special, wo Skeletor den Wert von Weihnachten kennenlernt. Objektiv betrachtet ist das ein Ein-Stern-Film. Es ist richtig, richtig kacke. Aber es ist einfach so bescheuert, dass es schon irgendwie wieder gut ist. Es ist diese gute Art von Trash. Und deswegen gibt es 2 Sterne. Ein He-Man-Weihnachts-Special. Heavy Metal Fuck 2. Ein erwachsener Zeichentrickfilm im Weltall mit viel Titten und Sexanspielungen und Gewalt und das ist so ein Film, den kann man sich mal geben. Also der vertreibt einem auch mal einen guten Abend oder sowas. Also er vertreibt nicht die gute Laune des Abends, sondern man kann sich damit die Zeit vertreiben an einem guten Abend, vielleicht sogar noch mit ein paar Freunden. Erwartet hier keine hohe anspruchsvolle Kost, es ist einfach nur auf die 12 Action richtig an die primitiven Instinkte appellierend. Aber dafür macht das schon okay. Ich schwanke so zwischen 3 und 4 Sterne, aber so richtig mega geilo ist es dann auch wieder nicht. Sagen wir 3. Disneys Hercules. Einer dieser Filme, die seltsamerweise in den letzten Jahren eher verpönt wurden. Ich kann schon verstehen, warum der nicht mehr so populär ist. Für mich ist es einfach so, ich war damals auch im Kino bei diesem Film. Mehrmals. Und ich kann nicht mal sagen, dass ich unbedingt drin war wegen der Handlung unbedingt. Aber wer meinen Kanal schon länger verfolgt, wird wissen, mit großen Filmmonstern kriegt man mich immer rum. Und dieser Film hat eine Hydra. Und die Titanen. Und die Hydra. 4 Sterne. In einem Land vor unserer Zeit. Ja, der erste Teil. Ich habe keinen von den 12 Milliarden Fortsetzungen gesehen. Ein sehr rührender Film, der mich jetzt nie so angesprochen hat, weil ich auch noch nie so das Dinosaurierkind war. Aber ansonsten, die Charaktere prägen sich halt ein. Ich habe den Film nie als Kind nie häufig gesehen. Wie gesagt, es war nicht so mein Ding. Aber ich kann mich trotzdem erinnern, wie die Figuren klingen. Und ich weiß sogar noch, wie sie alle heißen. Du hast halt Littlefoot, du hast Zera und hier Dimitri. Nee, Dimitri war das Pokémon. Mit D, der Flugsäure. Ich weiß doch nicht mehr alle Namen. Und Scharfzahn. Also einfach ein schöner Kinderfilm, der sein Publikum ernst nimmt, was ich immer sehr zu schätzen weiß. Ich würde objektiv betrachtet dem Film durchaus 5 Sterne geben. Dadurch, dass es nicht so meine Thematik ist und dass hier immer noch meine Liste ist, gebe ich ihm aber eher
3. Es ist jetzt kein Film, den ich mir häufig nochmal angucken würde. Captain Blaubeer, der Film. Das ist jetzt quasi eine umgekehrte Situation zu In einem Land vor unserer Zeit. Ich weiß, dass der Film objektiv gesehen nicht so der Mega-Hammer ist. Bei weitem zünden nicht alle Witze, die wahrscheinlich geplant waren, sind noch genug. Also ich finde den Film lustig genug, aber es ist jetzt auch keiner, bei dem mir der Bauch wehtut vor Lachen. Die Animation ist ziemlich hochwertig, gerade für einen deutschen Trickfilm. Und ich mag einfach Captain Blaubeer. Das heißt, objektiv gesehen würde ich dem Ganzen wohl eher 2 bis 3 Sterne geben. Aber einfach, weil ich Captain Blaubeer so mag, gebe ich ihm 4. King of Thorn. King of Thorn ist ein Anime-Film, der bei mehrmaligem Sehen immer besser wird. Wobei das erste Mal angucken ist auch interessant, Leute dabei zu beobachten, wenn man weiß, wie dieser Film ablaufen wird. Weil er einfach so mitunter sehr heftige erzählerische und auch Stimmungswechsel hat. Das fängt halt an als so ein etwas verträumte, moderne Cinderella-Geschichte, wird dann zwischendrin plötzlich zu so einer Art Resident Evil Survival-Film und wird dann zum Schluss ein Mindfuck-Twist in einem Twist, in einem Twist, in einem Twist-Film. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, du musst diesen Film wahrscheinlich 2-mal sehen, um wirklich die Handlung voll zu kopieren, so zumindest ging es mir so. Und da betrachtet funktioniert der Film sehr gut und er ist auch sehr interessant. Er ist manchmal vielleicht ein bisschen unnötig brutal, wobei mich die auch nicht gestört hat groß. Es ist nicht so, als ob das die ganze Zeit ein extremes Blutbad wäre. Du hast zwischendurch immer mal extrem gewaltsame Stellen, die dich dann aber schocken, weil du sie nicht unbedingt erwartet hast. Und ich finde, so kann man extreme Gewalt eigentlich gut einsetzen, wenn es halt einen hohen Effekt hat wenigstens. Das ist für mich so ein Kandidat zwischen 4 und 5 Sterne. 4. Kiriku und die Zauberin. Auch hier habe ich eine Filmkiste gemacht, deswegen sage ich nicht so viel dazu. Basiert eben auf einem afrikanischen Märchen und ist deswegen vor allem besonders interessant. Aber es ist auch einfach gut produziert und der Film strahlt eine gewisse Faszination aus, zumindest auf mich. Und deswegen gebe ich auch diesem Film 4 Sterne. Lady Death. Basiert, soweit ich weiß, auf einer Comicreihe. Der Film ist jetzt eher mäßig. Also man sieht ihm an, dass er nicht viel gekostet haben kann. Also ich hoffe zumindest, dass er nicht viel gekostet hat. Die Animation ist sehr, sehr zweckmäßig. Und auch die Handlung ist so, ich habe so das Gefühl, ich kenne die Comics nicht, aber als ich den Film geguckt habe, hatte ich so das Gefühl, wir versuchen, die komplette Comicreihe irgendwie in einen Film zu quetschen. Also es passieren einfach ganz viele Dinge nacheinander, ohne dass jetzt wirklich du als Zuschauer das Gefühl bekommst, du kannst dich jetzt hier in diese Welt irgendwie reinfühlen oder die Charaktere besser verstehen. Es ist einfach nur Frau, Tod, in der Hölle, Krieg gegen Satan, 2 Sterne. Little Nemo, ein weiterer von diesen seltsamen 80er-Jahre-Filmen, dieser Film nimmt sich, glaube ich, nicht zu ernst. Der hat irgendwie singende Sackratten nachher oder sowas, die sich zusammen wie ein Transformer in eine große Sackratte verwandeln können. Aber allgemein ist es ein Film, der eine sehr schöne Animation hat, der auch mitunter sehr intensiv ist und der ein Thema anspricht, was mich als Kind häufig beschäftigt hat, weil ich hatte als Kind häufig Albträume. Und dieser Film behandelt das Thema Albträume. Und deswegen hat mich dieser Film besonders fasziniert mit diesem kleinen Jungen, der dann in das Albtraumland geht mit seinem Zepter. Und das Albtraumland ist auch wirklich furchteinflößend in dem Film. Der König der Albträume ist vielleicht nachher einen kleinen Tick enttäuschend nach dem ganzen Aufbau vorher. Aber es ist einfach ein sehenswerter Film. Also zumindest fand ich den, wie gesagt, auch so faszinierend. Das faszinierende Filme kriegen bei mir so meistens 4 Sterne und so auch dieser. Lucky Luke, sein größter Trick. Ein etwas komisch benannter Film mit Lucky Luke, der vor allem dafür sorgt, dass das Titellied eine sehr knirschende Grammatik hat mit diesem Banjo-Spieler. Und das ist Lucky Luke, sein größter Trick. Sag doch gleich dem Lucky Luke sein größter Trick am Tun sein. Aber mal davon ab, als Lucky Luke Film, und ich mag Lucky Luke, vor allem wenn Lucky Luke allein ist eigentlich gar nicht so der coole Held. Was an Lucky Luke gut ist, sind die Daltons. Und dieser Film behandelt die Daltons, deswegen mag ich diesen Film. Es geht einfach darum, dass die Daltons eine Reihe von Leuten umlegen müssen, damit sie das Erbe ihres aufgehängten Onkels oder sowas antreten können. Und Lucky Luke muss irgendwie das Ganze bezeugen, dass sie auch wirklich die Leute umbringen.
Und Lucky Luke muss natürlich die Daltons austricksen und die Leute retten, die die Daltons umbringen sollen. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Handlung. Basiert auch, soweit ich weiß, auf keinem Comic, den ich kenne. Und ich kenne eigentlich die meisten Lucky Luke Comics, zumindest die älteren Sachen. Und ich mag den Film einfach. 4 Sterne, hat so eine sehr zurückgelehnte, sehr ruhige Atmosphäre. Ist kein Film, der viel Action bietet, sondern einfach, es ist ein Charakterfilm auf jeden Fall. Lupin der Dritte gegen Detektiv Conan. Ein cooles Konzept, zwei Anime-Figuren zueinander zu packen, die ja eine ähnliche Thematik hat, nur dass der eine Verbrecher fängt und der andere ein Verbrecher ist. Also doch ideal für einen Versus-Film. Das Problem, was dieser Film nur hat, beziehungsweise hat zwei Probleme. Einmal die Animation von Lupin, von der Lupin-Serie und Detektiv Conan passt überhaupt nicht zusammen. Also es sieht immer, es beißt sich total. Und zweitens, man hat irgendwie diesen Versus-Teil vergessen. Was halt einfach immer ich mag Versus-Filme eigentlich sehr gerne, wenn zwei Sachen aufeinandertreffen aus zwei verschiedenen Universen sozusagen. Aber wenn dann die Macher zu feige sind, auch wirklich die gegeneinander antreten zu lassen. Es ist also durchaus nicht so, dass Detektiv Conan versucht, Lupin den Dritten zu fangen, sondern Lupin versucht irgendwie mal wieder einen Coup zu landen und Detektiv Conan ist zufällig auch da. Und es geht eigentlich um einen ganz anderen Bösewicht, die den beiden dann zusammen besiegen. Und ach komm Leute, so feige muss man doch nicht sein. Aber die Idee ist ganz cool und dafür gibt es 3 Sterne. Meister Dax und seine Freunde. Einer der frühesten Trickfilme, an die ich mich so erinnern kann. Hat es aber auch keine besonders hervorstechenden irgendwie Eigenschaften. Es ist einfach nur ein sehr Disney-esker Film. Ich glaube aber nicht, dass er von Disney tatsächlich ist. Fühlt sich aber eindeutig an wie ein Disney-Film mit 3 kleinen Tierchen, die eine Reise machen, um jemanden zu retten und so weiter. Und hat eine starke Rettet-die-Natur-Botschaft, also ganz klar frühe 90er. Also die Zeit siehst du den Film und auch der Handlung sehr deutlich an. Ist aber ein netter Kinderfilm. Mehr als das kann ich dazu wirklich nicht sagen. Als Kind mochte ich den sehr. Heute würde ich den wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil es doch zu anspruchslos ist letztlich. Ich tendiere aber doch zu 3 Sterne. Ich wollte erst 2 geben, aber ich dachte, eigentlich ist der Film für die Zielgruppe, ist der Film eigentlich ideal und deswegen 3 Sterne. Mortal Kombat, die Reise beginnt. Das ist vermutlich einer der schlechtesten Trickfilme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das ist ein verdienter Superlativ. Ich bin keiner von den Typen, der das schlimmste Show so und so aller Zeiten und sowas. Nee, das ist wirklich die schlimmste 2D-Animation gemischt mit der schlimmsten 3D-Animation. Und vor allem merkst du auch, dass die einfach keine Ahnung hatten, worum es in Mortal Kombat wirklich geht. Es ist einfach nur stupide übersetzt und auch die Originalmacher. Also das ist einfach ein vorne bis hinten gruseliges Stück verschwendetes Kapital und Zeichenfläche. Und man könnte meinen, ich hasse den Film, tue ich nicht. Der Film ist einfach nur unfassbar schlecht und man kann ihn gesehen haben, wenn man mal so richtig bekackten Trickfilm sehen will. Dann auf jeden Fall, aber 1 Stern, Tendenz nach unten. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Diesen Film kenne ich gar nicht aus meiner Kinderzeit, obwohl der wahrscheinlich einer von diesen Filmen ist, die man irgendwo mal gezeigt bekäme. Aber ich weiß nicht, ich habe noch nie was von dem gehört, bis ich erwachsen war, bis ich das Internet hatte. Und im Internet arrangierte das ja so eine Art Kultfilm. Und da habe ich den auch zum ersten Mal gesehen. Und muss sagen, ich kann verstehen, warum das ein Kultfilm ist. Es ist für 80er-Jahre-Animationen fantastisch animiert. Und es nimmt sein Publikum ernst, was ich vorhin schon meinte. Es ist immer schön, wenn du einen Kinderfilm hast, der nicht denkt, ja, wir beschäftigen deine Gehirn mal für 1,5 Stunden, also kauf unsere blöde Videokassette, sondern der versucht dem Kind was zu bieten und es quasi auf Augenhöhe zu betrachten und ihn nicht, auch nicht zu überfordern, nicht grausam oder besonders gruselig zu sein, obwohl es seine gruseligen Elemente hat, aber es ist einfach auch eine sehr, sehr schöne Alternative zum Disney-Produkt, habe ich so den Eindruck, weil das ist kein Film, der von Disney ist, der aber Disney-esk rüberkommt und der einfach aber ganz andere Elemente letztlich verwendet, wie zum Beispiel, du hast einen weiblichen Helden und dieser weibliche Held ist eine Mutter und nicht irgendwie das coole, freche Gör oder sowas, sondern eine Mutter, die versucht, ihre Kinder zu retten und deswegen sich auf dieses gefährliche Abenteuer einlassen muss. Und sie ist deshalb eine Heldin, eben nicht, weil sie furchtlos allen Gefahren trotzt, sondern weil, obwohl sie sich fürchtet, den Gefahren trotzt. Und dieser Aspekt ist ja das eigentlich Interessante. Und jedenfalls rundherum einfach ein toller Film, den man unbedingt gesehen haben muss, meiner Meinung nach. Und deswegen 5 bis 6 Sterne,
eher Tendenz zur 5, weil mir da dann doch die Nostalgie letztlich fehlt, aber ich erkenne durchaus an, dass das einfach ein fantastischer Film ist. Mulan, ein weiterer Disney-Film. Den habe ich auch nur in der Liste, weil ich damals im Kino war, bei dem aber auch nur einmal. Mulan hat mich jetzt nie so abgeholt, habe ich den Eindruck. Ich meine, damals war halt die große Sache, dass der kleine Drache von Otto Walkes synchronisiert wurde und Otto war zu der Zeit noch deutlich populärer, als das heute ist. Und ansonsten funktioniert der Film schon. Also das ist für mich so dieser typische Film, die wir beschäftigen deine Kinder für anderthalb Stunden einfach mal. Nicht groß anspruchsvoll, kulturell lernst du jetzt nicht so viel über das antike China, sag ich mal. Ist einfach ein nettes kleines Abenteuer mit einer Heldin in einer von Männern dominierten Welt mit Otto Walkes. 3 Sterne. Oben! Ist der Finger oben, wird man dich... Nein. Oben ist... ich kann mal wieder zu dem Superlativ greifen, habe ich heute noch gar nicht gemacht. Wir hatten vor und mein Lieblings-Anime-Film, wir hatten mein Lieblings-Disney-Film. Ist oben von Disney? Nee, ist ja von Pixar oder Pixar gehört es zu Disney. Das ist mein Lieblings-3D-animierter Film. Oben ist einfach eine wunderschöne Geschichte, eine sehr originelle Geschichte, finde ich. Mit einem alten Mann, der einfach genervt ist von seiner ganzen Umgebung, der seine Frau verloren hat und nochmal auf ein letztes Abenteuer gehen will. Und einfach dieses wunderschöne Bild, wenn er mit Luftballons mit seinem Haus wegfliegt und auf ein Abenteuer geht. Es ist einfach durch die Bank weg liebevolle Charaktere, auch alles sehr lustig. Manchmal aber es nimmt sich ernst, wenn es ernst sein muss. Hat auch seine dramatischen Szenen, seine emotionalen Szenen. Aber und es ist einer dieser Filme, wo du dich einfach am Ende freust, dass alles gut ausgegangen ist. Und du dich einfach für die Figuren freust, dass jeder irgendwie jetzt glücklich ist. Und irgendwie gibt einem das ein gutes Gefühl. 6 Sterne. One Piece 3, Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere. Ein toller langer Titel für einen Anime-Film. Ich habe einige der One Piece-Filme geguckt. Ich glaube so die ersten 7 oder 8. Danach haben die irgendwie angefangen, einfach Story-Arcs aus der Serie zu komprimieren und als Film zu verkaufen. Aber die ersten paar Filme waren tatsächlich eigenständige Filme, die irgendwo während dieser ganzen ersten paar Story-Arcs angesiedelt ist, die ich sowieso am liebsten mag. Also dieses ganze East Blue-Sachen war ohnehin meine Favoriten. Jedenfalls, dieser Film spielt, nachdem sie quasi Chopper in die Gruppe aufgenommen haben. Und Chopper ist neben Ruffy hier der Hauptcharakter des Films, was ich sehr mag, weil ich finde, Chopper kommt immer so ein bisschen zu kurz in der Serie. Und der Film ist einfach, der hat einfach diesen typischen One-Piece-Humor mit einem coolen Kampf am Ende und mehr will ich auch eigentlich gar nicht von einem One-Piece-Film. Deswegen habe ich diesen ausgewählt, weil er eben nicht nur die Ruffy-Show ist, würde ich sagen. Und weil ich die Bewertung vergessen habe, 3 bis 4 Sterne und while whatever 4 Sterne. One Piece Film 5, der Fluch des Schwertes von, oder das Schwert des Verfluchtes oder irgendwas mit einem komischen magischen Schwert. Das heißt, man merkt, das hier ist der Zorro-Film unter diesen One Piece Filmen. Und mehr als diese beiden, die ich jetzt genannt habe, will ich auch gar nicht in diese Liste aufnehmen. Das sind die beiden, die ich empfehlen würde. Der Zorro-Film ist auch ganz cool, ist ein bisschen düsterer als dieser Chopper-Film. Und ja, es geht halt darum, dass um ein komisches Schwert und Chopper darf, Zorro darf am Ende den Endkampf bestreiten, was auch mal ganz nett ist. Und ja, einfach ein cooler One-Piece-Film, der das ist, was ich von einem One-Piece-Film erwarte. Und ja, mehr will ich auch gar nicht. Und deswegen kriegt auch dieser so 3 bis 4 Sterne mit, ja, 4, weil whatever. Peter Pan. Peter Pan ist auch ein schöner Disney-Film. Der Film lebt für mich vor allem durch Captain Hook und Mr. Smee, die einfach, finde ich, das Herz dieses Filmes sind. Peter Pan mussten sie ein bisschen entschärfen zu seiner Version aus dem Buch, wenn du das Buch gelesen hast von Peter Pan. Das ist schon ein bisschen krasser, da ist ja auch mit Mord und Totschlag und allem drum und dran. Da ist ja auch Peter Pan eher so ein Psychopath, wenn man mal ehrlich ist, ein Psychopathenkind, bei dem dann irgendwie gesagt wird, ja, Peter, manchmal blieb er tagelang weg und wenn er wiederkam, hat er erzählt, ach, es gibt nichts zu berichten und dann findest du aber außerhalb des Hauses irgendwo eine Leiche von irgendeinem Piraten oder sowas, die da plötzlich hingekommen ist. So ist jedenfalls das Buch und natürlich die Disney-Version alles ein bisschen netter, aber es nimmt Peter Pan so ein bisschen die Persönlichkeit, finde ich. Deswegen werte ich den Film hier ein Stückchen weiter ab. Ich glaube, als Kind fällt dir das natürlich nicht so auf. Das ist einfach ein cooles Abenteuer mit einem Jungen, der fliegen kann gegen Piraten. Und das will ich den Kindern auch gerne lassen. Für mich ist aber eindeutig, das ist eine der schönsten Versionen von Captain Hook. Und der Film hat verstanden, worum es bei Captain Hook geht. Der ist zwar auch bei weitem nicht so ernst wie im Buch, aber er hat dieses schnöselig-arrogante aus dem Buch sehr gut übertragen bekommen.
Ich gebe dem Film jetzt einfach mal 3 Sterne. Prinzessin Mononoke. Für viele Leute der beste Anime-Film aller Zeiten, kann ich mich nicht anschließen. Ist mir nur so aufgefallen, wenn du im Internet nach irgendwie Top-Listen zu Anime guckst, wirst du sehr, sehr häufig die Mononoke an der Spitze finden. Ich finde den Film absolut cool, macht Spaß, hat eine nette Botschaft. Die Animation, vor allem von diesem seltsamen Waldgott, diesem Riesenhirsch auf 2 Beinen, wunderschön anzusehen. Für mich aber bei weitem nicht so gut wie Chihiro. Also Chihiro hat mir persönlich mehr zugesagt, deswegen gebe ich dem Ganzen 4 Sterne. Robin Hood. Das ist neben der Hexe und der Zauberer mein anderer sehr, sehr geschätzter Disney-Film. Ist aber nicht ganz, weil Hexe und der Zauberer ist immer noch... Ist einfach, weil es in sich ein super Film ist für mich, der beste Disney-Film. Das hier ist zwar auch ein super Film, aber ich liebe halt Robin Hood. Also die Geschichten um Robin Hood, ich habe die Sammlungen, weil Robin Hood ist ja kein richtiges Buch. Das ist ja eine Sagen- oder Heldenlegende aus England. Und da gibt es viele verschiedene Geschichten, die gibt es in verschiedenen Büchern gesammelt und die kannst du lesen. Und ich finde die Geschichten einfach immer wieder sehr schön und sehr erheiternd. Und es gibt auch so viele tolle... Serien und Filme. Ich finde einfach, Robin Hood ist eine coole Idee. Und auch dieser Film funktioniert sehr gut. Und es ist ein sehr, sehr lustiger Film. Vor allem, ich finde, die haben Robin Hood. Allein die Idee, aus ihm einen Fuchs zu machen, ist dafür, dass es quasi eine Fabel ja eigentlich ist, weil es ist ja durchweg nur Tiere. Und der Fuchs ist einfach das perfekte Tier für Robin Hood. Und der Bär ist perfekt für Little John. Und der Löwe für König Richard natürlich. Also man hat sich Gedanken gemacht, obwohl es natürlich meiner Meinung nach offensichtliche Wahl ist. Aber die muss man trotzdem erstmal treffen, die offensichtliche Wahl. Und als solches funktioniert es sehr gut. Und ich gebe dem Film 5 Sterne. Das ist einer dieser Disney-Filme, den ich mir immer wieder angucken kann und der einfach nie langweilig wird. Sailor and the Seven Balls. Hey, immerhin das Beste, was bei Sailor Moon je rauskam. 1 Stern. Sleepy Hollow. Ja, es ist interessant, dass es diese Disney-Variante vom kopflosen Reiter gibt. Es ist an sich eigentlich eher ein Kurzfilm, aber der Kurzfilm hat es in sich. Also mit Ichabod Crane, der dann da den kopflosen Reiter trifft. Man kennt die Geschichte ja wahrscheinlich. Auch ein cooler kleiner Kurzfilm, den man sich an Halloween und so weiter geben kann. Und es ist für Disney-Verhältnisse echt super düster. Also die nehmen diese ganze Sache schon ernst. Ich meine, du siehst nicht den Reiter, den... Der Reiter haut hier niemanden die Köpfe ab, aber er ist trotzdem wahnsinnig gruselig gelungen. Und ich finde das einfach eine sehr, sehr coole Variante von Sleepy Hollow. Und es ist bei weitem nicht so albern wie dieser komische... war der von Tim Burton, der Sleepy Hollow-Film? Der war albern, aber der hat Christopher Walken gehabt. Okay, das ist ziemlich cool. Jedenfalls 4 Sterne für Disney Sleepy Hollow. South Park, der Film. Ich weiß, viele Leute mögen South Park nicht, viele Leute lieben South Park, für die ist das eine Religion. South Park, finde ich, ist eine der intelligentesten Serien, die es da draußen so gibt. Zwar sehr, sehr derb, was nicht unbedingt mein Geschmack immer ist, aber es verdient sich seine Derbheit, weil es einfach, das führt irgendwo hin. Das ist nicht nur einfach derb und primitiv zu sein, sondern es steckt halt immer was dahinter. Das ist, was ich daran sehr schätze. Und so ist auch dieser Film. Ist natürlich ein Kind seiner Zeit, würde ich sagen. Ich glaube, der Film ist ja von 98 oder so, ist ja auch schon wieder ein bisschen älter. Das heißt, viele der Witze zünden nicht mehr unbedingt, weil South Park ist halt wirklich eine absolut zeitgenössische Serie. Also du solltest die Folgen immer dann gucken, wenn sie aktuell sind. Die alten Folgen sind zwar immer noch lustig, aber der Bezug zum aktuellen Geschehen sollte halt möglichst gegeben sein. Das hast du bei dem Film nicht mehr unbedingt heutzutage gegeben, aber trotzdem noch nach wie vor sehr sehenswert und eine riesige sprechende Klitoris, die dem kleinen Jungen Tipps gibt, wie man Mädchen rumkriegt. 4 Sterne. SpongeBob, der Film. Seien wir mal ehrlich, wer hätte damals gedacht, dass aus dem SpongeBob-Film ein so gutes Teil rauskommen könnte. Schlägt für mich zum Beispiel den Simpsons-Film um Längen, der jetzt hier nicht in der Liste auftaucht, weil Platz ist begrenzt. Aber der SpongeBob-Film, ich mochte SpongeBob schon immer. Inzwischen gucke ich es nicht mehr so häufig. Ich weiß nicht, inzwischen macht es mich nicht mehr so an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob die neuen Folgen irgendwie nicht mehr so richtig dieses Unbeschwerte, einfach Verrückte hat, was es früher hatte. Aber als SpongeBob in Deutschland gerade so aufkam, habe ich sehr, sehr gemocht. Finde auch heute noch die alten Folgen sehr, sehr lustig. Und der Film repräsentiert das einfach sehr gut. Das ist für mich wieder so ein Film zu einer Serie, der das Prädikat Film verdient. Es ist nicht einfach nur eine lange Folge, sondern es nimmt sich alles, was die Serie cool macht, und macht es einfach größer. Es erzählt eine größere Handlung. Es steht mehr auf dem Spiel. Es werden ein paar neue, coole Figuren eingeführt. Und es bringt aber trotzdem diesen SpongeBob-Humor mit, den ich einfach sehr schätze.
Und der Cameo von David Hasselhoff ist einfach legendär. Und es hat für mich einen der besten Einstiege, die ich je in Film hatte, mit diesem Piraten im Kino. Das ist einfach bombastisch guter Anfang, finde ich. Wisst ihr was? 5 Sterne. Street Fighter, the animated movie. So, wow, der Animationsfilm von Street Fighter ist einfach echt grandios, wenn man vor allem im Vergleich zu dem Realfilm von Street Fighter, der so die absolut unterste Kanone ist, was so Videospielfilme angeht. Aber das hier ist ein Videospielfilm als Musterbeispiel, wie ein Videospielfilm zu sein hat. Zwar nicht unbedingt Realfilm, aber es muss ja nicht Realfilm sein, sondern dieser Film fühlt sich wirklich an wie das Spiel als Film umgesetzt mit wirklich coolen, schnellen, harten Kämpfen. Die Charaktere, die wichtig sein sollten, stehen noch im Vordergrund mit Ryu, Ken, Bison, Chun-Li. Und eher so Typen wie zum Beispiel Guile steht jetzt eher im Hintergrund, Sagat ist eher im Hintergrund. Aber es gibt diesen wirklich brillanten Kampf, was ist brillant, aber den wirklich sehr, sehr coolen Kampf zwischen Chun-Li und Vega, der für mich das Highlight des Films ist. Und einer der... Und dadurch, dass es einfach dieses endlich mal ein Film zu einem Videospiel ist, der einfach mal gut ist, gebe ich dem auch guten Gewissens 4 Sterne. Tekken, the animated movie. Hey, stellen wir uns mal vor, dass alles, was ich eben zu dem Street Fighter Anime gesagt habe, ins Gegenteil verkehrt wird. Dann haben wir den Tekken-Film. Absoluten Schrott. Habe ich auch eine Filmkiste gemacht, da könnt ihr sehen, was das für ein Schrott ist. Halt eine super schrullige Synchronisation. Die Kämpfe sind da und die Charaktere sind halt alle lahm. Aber es ist halt Tekken. Also ist halt immer nur das dritte Rad am Fahrrad. In diesem Sinne 2 Sterne. The Hobbit. Eigentlich eine sehr schöne Version vom Hobbit, weil ich finde, dieses Buch eignet sich halt eben doch gut für einen einzelnen Trickfilm. Es ist eben anders als die Peter Jackson-Sachen, konzentriert sich aufs Wesentliche und deswegen schafft es das auch, das ganz vernünftig die ganze Handlung in einem kleinen Film zu erzählen. Denn es ist einfach nur ein kleines Buch, in dem nicht viel passiert, außer dass ein kleiner Mann und 13 Zwerge und ein alter Mann losziehen und Abenteuer erleben. Und genau das liefert dieser Film ab. Und was ich auch sehr mag, ist, dass es einen Großteil der Lieder aus dem Buch auch umsetzt, die ich alle sehr schön finde. Und die sind auch wirklich schön umgesetzt. Nicht jetzt mega, mega gute Animationen. Man sieht den Film an, dass er eher alt ist. Und das ist aber nicht dieses gute Ansehen, dass es alt ist, sondern eher so wie, oh, das hätte man aber eigentlich doch schöner machen können, oder so. 3 Sterne. TMNT. Die 2007er Version. Man muss sich wundern, dass es tatsächlich bis 2007 dauerte, bis wir zum ersten Mal einen vollständig animierten Ninja Turtles Film bekamen. Und dieser Film, ich bin da sehr zwiegespalten, was den angeht. Was ich daran mag, ist, dass es einer der Filme ist, die verstehen, dass an welche Zielgruppe es sich richtet, nämlich an Fans von Ninja Turtles. Und es versucht nicht unbedingt die breite Masse zu erreichen. Und das erkennst du schon daran, wie der Film anfängt. Es fängt einfach damit an, dass sie sagen, das sind die Turtles. Shredder wurde bereits besiegt und hier ist ein neues Abenteuer. Das heißt, wir erzählen nicht zum 10.000.000. Mal die Hintergrundgeschichte der Turtles, sondern einfach, es geht einfach los. Und das weiß ich daran sehr zu schätzen. Das Problem ist, dieses neue Abenteuer, was die erleben, ist... ich habe so das Gefühl, die hatten zwei Geschichten, die sie erzählen wollten und die mussten unbedingt beide erzählen. Und deswegen werden die... In eine Story gepackt und irgendwie beißt sich das meiner Meinung nach. Also irgendwie ist es ein Element fühlt sich immer überflüssig an. Es geht einerseits irgendwie um die Jagd nach 13 Monstern, um irgendein Cthulhu-Portal zu schließen, aber es geht auch um einen unsterblichen Krieger und seine Steinkrieger, die auch irgendwie die Monster wollen. Und es ist unnötig kompliziert, es ist ein Ninja Turtles. Macht es nicht zu kompliziert, das will ich damit wohl sagen. Ist ansonsten ganz nett, kann man mal gesehen haben, aber absolut kein Highlight unter den ganzen Ninja Turtles Filmen. Deswegen für mich eher 3 Sterne. Turtles Forever. Ein sehr cooler Zeichentrickfilm diesmal, eben kein 3D-Film, der ein absoluter Liebesbrief ist an Ninja Turtles im Allgemeinen. Das Einzige, was so ein bisschen den bitteren Beigeschmack hat bei Turtles Forever, ist, dass die 2003er Turtles so im Vordergrund stehen und die 87er Turtles einfach als total dumm und nutzlos dargestellt werden. Das ist ein bisschen schade. Also ich meine, ich habe schon oft gehört, dass die Macher der 2003er-Serie
ziemlich angekotzt waren von den Fans, dass die halt immer die 87er-Serie zum Vergleich angezogen haben, und das war ja alles viel besser damals, und ich finde, die beiden Serien sind so unterschiedlich, dass man sie ohnehin nicht groß vergleichen sollte. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Turtles Forever so ein bisschen auch zum Teil die Rache der Macher von Turtles 2003 ist, und das ist nicht so. Ich mag die Handlung und die Ideen darin mehr als die Art und Weise, wie es häufig umgesetzt ist. Aber hat einen sehr guten Klimax und viele coole Ideen, und auch dieses ganze Turtles-Universum zu einer Gesamtheit zu verknüpfen. Wenn ihr die bessere Version davon sehen wollt, dann müsst ihr Transdimensional Turtles gucken, denn die neue Turtles-Serie von 2012 hat ein sehr ähnliches Konzept nun umgesetzt und ohne diesen bitteren Beigeschmack. Leider kürzer, ein bisschen zu kurz meiner Geschwindigkeit. Aber ich will über Turtles Forever reden. Es ist für mich 4 Sterne, weil ich es immer noch sehr gerne gucke. Was ich damit sagen will, es hätte durchaus höher sein können. Toy Story. Toy Story ist, denke ich, aus filmhistorischer Sicht ein sehr, sehr wichtiger Film. Und ich weiß, dass es damals ein Riesending war, als das Teil in die Kinos kam. Ich weiß nicht, wie viel sich von euch noch daran erinnern. Aber ich weiß, dass sogar in den Nachrichten darüber berichtet wurde, dass das halt der erste komplett in 3D-Animation generierter Film ist. Also vorher hatte man immer so 3D-Objekte und 3D-Sachen in anderen Filmen integriert, sei es in Zeichentrickfilmen oder auch in Realfilmen. Aber das ist einfach ein Film, der komplett nur am Computer gemacht wurde, sozusagen. Das war einfach eine Riesensache damals. Erzählt aber eine grundsätzliche, schöne Geschichte mit netten Charakteren. Ich war selbst nie der größte Toy Story-Fan. Ich habe es damals gesehen, fand's okay. Und ich find's auch heute noch okay. Deswegen gebe ich 3 Sterne. Ich sehe aber ein, dass dieser Film eine wichtige Bedeutung hat. Werner Beinhardt. Die Werner-Filme waren auch zu ihrer Zeit eine Riesensache. Also das war auch einer dieser Filme, die endlos zitierfähig sind. So mit Jojo, heißt leck mich am Arsch. Das hörst du auch heute noch manchmal, aber eher unter Erwachsenen. Denn die Filme guckt heutzutage keiner mehr. Was eigentlich schade ist, weil zumindest der erste Werner-Film finde ich auch heute noch wahnsinnig lustig, weil es auch so deutsch ist einfach. Und damit meine ich im Sinne von, es ist einfach so eine schöne Parodie auf den deutschen Alltag im Mittelstand, könnte man fast sagen. Mit diesem, ich meine, das Highlight des Films sind immer die Episoden mit Meister Röhrig. Und das heißt also, irgendwo in Norddeutschland mit dem eher resignierten, zurückgelehnten Gesellen, dem bescheuerten Meister Röhrig und dem aufgeweckten Lehrling Werner. Und die erleben mitunter sehr primitive, hohle, aber durchaus lustige Geschichten. Und dazwischen hast du immer mal diese Rahmenhandlung mit den Realszenen, die mal lustig sind, mal nicht so sehr. Aber es ist einfach so ein Compilation-Film aus Werner Comics, nur als Cartoon umgesetzt und verbunden dadurch, dass der Schöpfer der Comics in diesem Film immer wieder auftaucht. Ist also kein reiner Zeichentrickfilm, schrammt also quasi die Grenze der Kategorisierung dieses Videos. Ich mag den Film aber dennoch sehr und deswegen 4 Sterne. Werner, das muss käseln. Das ist der zweite Film. Und diesen Film mögen viele Leute, weil er eben komplett animiert ist, ohne die Realszenen zwischendurch. Ich finde aber, dass sich dieser Teil, dass der Teil abgebaut hat. Ich finde, das Tempo ist nicht mehr so ganz da. Die Handlung, ist es komisch, dass man sich über den Film beklagt, weil er zu viel Handlung hat. Aber ich finde, Werner lebt nie unbedingt von der Handlung, sondern eher von diesen kleinen Geschichten in dieser Parodiewelt von Deutschland sozusagen. Und da jetzt irgendwie eine Handlung zu machen, um Rennen, bei dem das Leben eines kleinen Schweinchens auf dem Spiel steht. Und für mich nicht so gut wie der erste Teil, aber trotzdem ganz cool, immer noch 3 Sterne. Und die anderen Werner-Filme werde ich nicht auf die Liste packen, aber wenn euch das interessiert, die sind für mich alle zwischen 1 und 2 Sterne. Also Werner 3 und 4, ich weiß nicht, ob es inzwischen schon einen 5. gibt. Der 3. ging noch so, das ist ein 2-Sterne-Film. Der 4. Film ist einer der, gehört zu diesen super schlechten Zeichentrickfilmen und einfach wahnsinnig unlustig. Und es ist einfach nur noch Alkoholwitze von vorne bis hinten. 90 Minuten schlechte Alkoholwitze ein. Das wäre für mich ein 1-Stern-Ding. Aber das muss kesseln, ist noch ganz cool, deswegen 3. WWE Scooby-Doo WrestleMania Mystery. Vermutlich nur ein Film, eher was für Fans, könnte man sagen. Für Fans von Scooby-Doo oder Wrestling. Und Scooby-Doo und die Scooby-Gang reisen zur WWE in WWE City und lösen dort
ein Geheimnis auf um einen bösen Bärenmonster und natürlich hilft Gian Cena dabei mit und andere Wrestler haben halt ein Cameo und für das, was es sein will, ist es okay und verdient sich seine gerade so 3 Sterne. WWE Flintstones Stone Age Smackdown. Quasi das gleiche wie der Scooby-Doo-Film, nur halt ein Flintstones-Crossover. Für mich weitaus weniger lustig als das Scooby-Doo-Ding. Sieht auch bei weitem nicht so cool animiert aus, finde ich. Und das Einzige, was den Film irgendwie rettet, ist, dass halt CM Punk so ein wichtiger Faktor in diesem Film ist. Es ist vor allem aus heutiger Sicht, wenn man weiß, sich ein bisschen mit beschäftigt hat, wie es mit CM Punk und der WWE letztlich ausging, ist es ein zusätzlicher Schmunzelfaktor, aber trotzdem allerhöchstens 2 Sterne. Ich glaube, das waren jetzt die 86 Zeichentrickfilme kurz reviewed. Ich wünschte, ich hätte mich hier und da kürzer gefasst, aber das werden wir dann sehen, wenn ich das hier nachher in meinen Computer schmeiße. Deswegen will ich auch gar nicht so lange abmoderieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr wisst in etwa, wo ihr selbst eure Sternbewertung machen würdet. Und denkt dran, nehmt es nicht zu ernst. Das dient hier nur der Unterhaltung und vielleicht um die eine oder andere kleine Diskussion anzuregen. Aber fühlt euch nicht persönlich angegriffen, weil ich WWE Flintstones nur 2 Sterne gegeben habe. Ich weiß, ihr Hardcore-WWE Flintstones-Fans, ihr seid tief verletzt. In diesem Sinne, bis bald, Rian.